Guten Morgen, liebe YouTube-Familie. Jetzt habe ich verzweifelt meinen Rock gesucht und die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt und alles umgeräumt. Und am Ende hing er auf der Kleiderstange, da wo er hin soll. Und da habe ich ihn beim ersten Mal nicht gesehen. Es war ein hektischer Morgen. Ich habe jetzt den Daily Vlog geschnitten, Close-Ups gemacht zu Extensions. Da kommt bald auf meinem Beauty-Kanal ein Video. Und jetzt werde ich mich dran machen, das Sommer-Lookbook zu schneiden. Und heute früh, ich habe euch ja erzählt, die Story von meinem Rock, dass ich den nicht gefunden habe. Und letzten Endes hing er auf der Kleiderstange. Und als ich ihn dann anziehen wollte, ist mir die ganze Kleiderstange einmal runtergefallen. Zum zweiten Mal jetzt schon, obwohl bei Amazon stand, die würde nicht runterfallen, aber ja, irgendwie hat die dann doch nicht so gut gehalten. Dann werde ich die mal wieder aufhängen. Die Babys hüpfen gerade draußen bis aufs Zimmer, der sitzt unterm Bett im Schlafzimmer. Dem ist es wahrscheinlich zu heiß draußen. Jetzt bin ich total erschrocken. Also das Ding ist schon wieder runtergefallen. Oh Mann, es hält nicht. Zum Glück saß kein Hase drunter, stelle ich das mal vor. Aber da habe ich eh die Wasserkästen unten hingestellt, aber das ist jetzt echt blöd. Du bist on air. Und er? Ach, und wer bin ich? Ich muss jetzt noch Löwenzahn pflücken, dass die Babys noch zum Abendessen haben. Hast du schon unsere 23 Uhr Aktion erzählt? Bestimmt. Ah, ah. Ne? Ah, ah. Am Sonntag, als ich umgeräumt habe, hatte ich doch das Problem mit der Tür. Ach, du sprichst jetzt nicht zu mir? Zu wem sprichst du denn? I don't know. Du hattest ein Problem mit der Tür? Ja. Und? Mit der Käfigtür. Oder mit der Wohnungstür oder mit der Balkontür? Mit der Käfigtür, mit den Elementen, das zu verbinden. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, auf jeden Fall hast du mir Wolle vor die Tür gelegt. Genau, du wolltest Wolle zum Zusammenbinden. Genau. Jetzt weiß ich auch wieder, was du meinst. Genau. Meintest du das oder was meintest du, unsere 23 Uhr Aktion? Ja, genau. Und dann hat es aber nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe. Und dann ist Jette nochmal rübergekommen. Nach 10 war es, gell? Ja. Und hat Draht mitgebracht und Draht und Zange und noch irgendwas. Schnüre? Schnüre. Noch Wolle irgendwie. Auf jeden Fall haben wir das dann noch gemacht und jetzt hat meine Tür. Im Keller waren wir noch. Im Keller, zu später genau, Stunde. Weil wir die Elemente ausgetauscht haben und die anderen runtergebracht haben. Und dann haben wir noch einen Türriegel. Das auch noch. Zurechtgebogen. Und am Montag war ich dann platt. Sieht man dann heute im Video. Aber es gefällt. Ja, den Umständen entsprechend die beste Lösung. Das Bett, was ich gestern gezeigt habe, das glaube ich, gefällt mir doch nicht so gut. Das hat nämlich bei der Rückwand noch so einen Spalt zwischen Matratze und Rückwand. Oh, vielleicht nehme ich es doch, aber vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Oder ich ziehe mal kurzfristig nach England oder Paris, kaufe das Bett, dann ziehe ich wieder um und nehme es im Umzugauto mit. Das ist die einfachste Lösung. Also bin ich in einer Woche nach Paris. In Paris. Nur damit ich das Bett in Paris bestellen kann oder in London meinetwegen. Und dann mache ich einen Umzug. Das klingt nach einem Plan, oder? Ja. Ich tauche doch mal ab. Die Maschine, die
Was schaut denn da für ein Körperteil von dir hervor? Man kann auch raten, ist das ein Bein, ist das der Po, ist das der Kopf? Hallihallo! Ah, Mr. Simba! Es ist schwierig, wenn man zwei Haken unterm Bett hat und jeder geht in eine andere Richtung. Ach, da kommt sie, hallo! Und keiner will raus, weil keiner von den anderen rausgeht. Und solange die anderen noch unterm Bett sind, will natürlich keiner der Erste sein. Ach, so ist das. Mhm. Tschüss! Hopp, 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 hopp! Es werden ja immer mehr Hasen unter deinem Bett. Ja. Hopp, 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 hopp. Also unter meinem Bett brauche ich nicht mehr wischen, das erledige ich schon. Mit meinem Körper. Sportlich bist du ja, ne? Kann man nichts sagen. Und was Lotte wohl denkt, die amüsiert sich bestimmt auch. Oh Gott. Ach, und ich habe mir heute noch mein Handgelenk irgendwie verstaucht. Hey. Alle drin? Aha. Ach so. Ach, hast du schon gezeigt? Nee. Okay. Dann nimm du die Schallplatte. Ich nehme die Kamera. Bist wohl Elvis-Fan? Nee, ich habe neulich bei meinem Spaziergang eine Elvis-Schallplatte gefunden. Die lag da einfach so achtlos im Busch. Dann habe ich gedacht, nehme ich doch mal mit. Hat die Kratzer? Ist ein bisschen dreckig vom Busch. Hast du sie schon mal ganz raus? Nee. Was das da jetzt rausspringt. Naja. Schaut ganz gut aus. Fehlt nur der Plattenspieler. Ja, vielleicht ist die viel wert. 1 Million oder so. Dann kaufe ich mir ein Auto und ziehe um. Brauchst du noch Akku zum Spazierengehen? Nö. Naja, vielleicht. Weil er blinkt. Dann mache ich Schluss, wenn er aufhört. Er hat keine Kraft mehr. Oh no, ich auch nicht. Ah, jetzt. Hat er aufgehört? Nein. Weißt du, was ich befürchte? Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Gefahr! Nein. Achtung, Achtung! Ich meine, derweil springen deine Kleinen wieder raus. Ach so, ich dachte, ja. Ich habe keine Hand frei. Ich wollte dich warnen. Ich habe umgeräumt. Das wusste ich doch. Ja, aber dadurch ergeben sich neue Situationen. Ach so. You know? Yes, yes, I know. Macht nix. Sicher? Kenn ich von zu Hause. Nein! Nein? You are sitting on the Leitung. Ja, oder standing. Yes. Ist da eine Leitung? No, geh mal einen Schritt vor. Da ist keine Leitung. The ground is fine. Auf welcher Leitung stehe ich denn? Ich habe umgeräumt, sagt sie. Ja, dadurch sind einige andere Verhältnisse. Ich soll auf den Spiegel aufpassen. Ja. Ah. Ah, das war jetzt eine schnelle Leitung. Vielleicht ein Regenschirm vorsichtshalber. Meinst du? Es wird so dunkel und gemeldet ist, dass Regen kommt und Gewitter. Ach, ich bin schwach. Nee, ich muss ja schon die Tasche tragen. Thank you.
Mein Abendessen heute ist das gleiche wie gestern, eine leckere Nachspeise. Und zwar ist das diese Biskuitrolle, einmal in Erdbeere, einmal in Zitrone, weil ich mich ja nie entscheiden kann, was mir denn jetzt eigentlich besser schmeckt. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.